Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Ja. Jo. Und ja, das hatte ich mir dann natürlich wieder Blätterteig obendrauf, dann Käse obendrauf. Das war so eine, ja, so eine ordentliche Portion. Hat lecker geschmeckt. Das Problem ist bloß, wie soll ich das jetzt hier verbinden? Ich habe hier echt ein Problem. Ich muss das dem nächsten eins nach vorne setzen, weil ich muss hier das Rohrsystem dann setzen, weil dann kommt er nämlich hier und die Anbaufläche kommt hier und dann kann ich hier zumachen mit Zaun und dann können die Tiere hier frei rumlaufen, sowas wie ein freier Zoo und der Rest wird dann eben grün angemalt. Das wäre doch meine Idee, dass ich hier so eine Art Tierfläche mache. Das wird mein nächstes Bauprojekt. Diese Seite wird der komplette Tierbereich. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss. Hallo und willkommen hier bei einer weiteren Folge von Raft. Heute habe ich mal offline, also mit Aufnahme, aber ohne Ton etwas gespielt, wie man hier gerade sieht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich jetzt anfangen möchte, diesen Zoo zu bauen. Ich hatte erstmal diese Versuche gemacht, jetzt muss ich das alles wegnehmen, wie ihr gerade seht, weil das eben nicht so gepasst hat. Ich bin schlussendlich doch fertig geworden und habe mich natürlich riesig gefreut, hier ja, das Ding erstmal so weit, diese eine Kante fertigzustellen. Die Tiere habe ich jetzt noch nicht reingehauen, die mache ich später. Aber wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ja, ich hatte heute Nachmittag aber keinen Kopf großartig gehabt, aus einem ganz anderen Grund, weil, ja, warum eigentlich? Ich habe zu Hause noch ein bisschen was gemacht und habe mich darum gekümmert, habe den Verantwortlichen geschrieben, ob das wirklich mit diesem Oldtimer-Fest ist und das Ding ist und so weiter. Habe den Kulturverein Wittstock geschrieben, ob ich für den ihr Mittelalterfest die Bild- und Tonaufnahmen machen kann. Mich einmal mal vorgeschlagen und weil es interessiert mich einfach, weil ich es einmal toll finde, dieses total Verrückte. Und ja. Und da dachte ich mir einfach, ich spiele einmal mal 40 Minuten, habe das jetzt mal auf doppelte Geschwindigkeit gelegt. Und ja, wie man sieht, es funktioniert ja. Und hat auch super funktioniert. Außer ich einmal auf die Pause-Taste gedrückt habe und vergessen habe, die wieder anzuschalten. Wie ihr seht, entwickle ich hier gerade Rohre, weil ich muss die Rohre ja auch ein bisschen weiter, hier so ein bisschen verteilen. Das heißt, ich habe hier wieder so eine Art Fehlbau. Das heißt, ich muss. Ich frage mich, warum ich das eigentlich gemacht habe. Da habe ich auch Fehlbau gemacht. Ja, manchmal ist das wirklich ein bisschen total bescheuert, wenn man dann hier jetzt so ein bisschen dran hängt. Und das dann eben nicht so passt. Und da musste ich dann eben viel, viel fummeln und tüfteln und es hat ja geklappt. Die Wasserversorgung, die hat nicht für die komplette Fläche gereicht. Ja. Also ist das nun mal so. Also muss ich da eben komplett neu anfangen. Also schaut euch das mal ganz kurz so, ganz mal 2 Minuten in Ruhe an. Ich muss ganz kurz was lesen. So. Die Lücke habe ich nicht ohne Grund gemacht, weil da müssen die Sprungleinen. Ich musste erstmal wirklich suchen, wo ist denn das alles? Wann habe ich das letzte Mal Raft so in dieser Form gespielt? Ist schon eine Weile her. Das Inventar hat sich auch komplett geändert. Und so weiter und so weiter. Es war eigentlich viel zu tun. Ja. Wie ihr seht, habe ich hier schon etwas weiter gebaut. Das war die Stelle, wo ich die Pause-Taste vergessen habe. Und dann hatte ich hier schon eine komplette Reihe rundum erneuert. Habe das auch schon alles dicht gebaut und so weiter verteilt. Die Wasseranlagen habe ich hinten gebaut. Vielleicht sieht man das ja noch. Muss man mal gucken. Kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Die Batterien habe ich reingesetzt, aber es kam eben kein Wasser. Warum? Weil
Ein Gerät reicht nicht für ein ganzes Schiff, wie ihr gerade hier seht. Da hat es funktioniert, da auch, da auch, da auch, und da hinten hat es aber aufgehört. Also musste ich hier überlegen, was mache ich da jetzt? Ja, und habe mir das alles so angeschaut, wie ich hier gerade, wie ihr es gerade so seht, wie ist es aufgebaut. Und das sind eigentlich, das sieht aus, als wenn es drei Geräte wären, sind aber eigentlich nur zwei Geräte, wie ihr gleich sehen werdet. Ja, und dann, ja, schaut mal, ich bin jetzt kurz am Überlegen, ich mache kurz weiter, wenn ich weiter bin. Ihr seht, jetzt bin ich gerade überlegen, wie baue ich das, wie mache ich das und so weiter. Jetzt habe ich die zwei, einen Teil habe ich gebaut, jetzt brauche ich jetzt das zweite. Das zweite wusste ich jetzt nicht, wie ich das hinstelle, und habe dann auch die Lösung gefunden. Jetzt musste ich das natürlich noch mit diesen Rohren verbinden. Und da muss ich auch noch mal überlegen, habe mir so gedacht, ja, es ist eigentlich so wie da drüben, um ehrlich zu sein. Das muss doch irgendwie passen in der Theorie. Hat ja dann auch gepasst, weil ich musste ja immer nur hier rüber. Und ja, na komm. Wo war ich da? Stimmt, die Batterien haben noch gefehlt. Da hat mir noch eine gefehlt. So. Genau, da auch, weil ich das abgebaut habe, und dann musste ich wieder, da hatte ich das hingestellt, die Batterie war aber dann draußen gewesen. Und jo, jetzt muss ich das abreißen und dies mit dem Rohr verbinden. Ja, und da habe ich natürlich auch noch so eins hingebaut, weil aus einem ganz anderen Grund war, da habe ich nicht so eins hingebaut, das war auf der anderen Seite. Ja, das werde ich gleich mal zeigen dann. Zum Beispiel jetzt hier habe ich jetzt, ist auf der anderen Seite der, des Dings, habe ich eins hingebaut, muss natürlich eine Batterie rein und miteinander verbunden, um einfach auf Nummer sicher zu gehen mit einer Wasserversorgung. Ja. Und ja, schaut einmal mal zu. Ich habe das verbunden und so weiter. Hat auch alles super geklappt. Ja. Und auf einmal kommt das Gras. Da seht ihr das Gras. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Farbe. Und dann ging eigentlich die Party los. Wie ihr seht, es hat einmal nur noch die Farbe gefehlt. Und jetzt habe ich einmal mal den Anstrich gemacht und habe einmal mal losgemalert. Wunderbares Grün. Ich habe verschiedene Grüntöne ausprobiert. Also ich habe ja einmal mal, das sind ja sechs verschiedene Grüntöne in dem Spiel. Und ich habe einfach mal alle sechs verschiedenen Grüntöne hintereinander weggemacht und habe mich dann für den Grünton entschieden, der zu dem Gras am besten eben passt. Da habe ich einen Deckel vergessen, Decke drauf, weiter gemalert, fertig ist. So. Ich fand es gut, dass man diese Sprinkleranlagen zubauen konnte, weil so sieht man nicht diese ganze Baustelle. Und ja, natürlich habe ich erstmal oben angefangen, dann habe ich erstmal die Fassade fertig gemacht. Wie zum Beispiel hier, genau. Und dann, ja, jetzt bin ich in die Fassade gegangen und das hat auch alles einwandfrei funktioniert. Also, der Kreativmodus bei Warft ist doch schon ganz schön, ja, ordentlich. Ja. Ich zeige euch gleich mal den Turm, der gebaut worden ist. Da spule ich gleich mal ein bisschen vor. Natürlich muss alles auch noch beleuchtet werden. Das habe ich auch komplett vergessen, mit zu betonen. Ich habe es natürlich überall auch beleuchtet. An verschiedenen Ecken, den kleinen Zoo. Ist das mal schön, mal zu spielen, mal einfach mal das ablaufen zu lassen und dann zu quatschen. Das ist sowas von angenehm. Und das einmal mal zu erklären, was ich gemacht habe. Weil diese Beleuchtung ist einmal mal toll. Und ja, andere Fackeln würde ich mir auch gerne vorstellen, aber es gibt ja eben noch keine anderen da. Und jo, also, aber ich bin ganz, wie gesagt, ich bin zufrieden und hat gut funktioniert. Ich musste einige Fackeln mehr machen, weil die Fläche ist ja nicht gerade klein. Allerdings werde ich da nicht die kleinen Hühnerviecher reinsetzen, sondern die großen Tiere, weil die kleinen könnten nämlich in diese kleinen Schlupflöcher kriechen und sich dann bei dem Sprinkleranlagen verharren. Das werde ich dann demnächst machen. Das habe ich hier noch nicht aufgenommen. Und ja,
Das ist einfach so die Beleuchtung. Und jetzt geht es erstmal gleich zum Turm. Natürlich wollte ich jetzt keine Tür oder großartig dahin machen, damit die Tiere auch nicht rauskommen. Also, was musste ich machen? Ich wollte mit einer Seilrutsche machen, aber eine Seilrutsche funktioniert nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Also musste ich mir einen kleinen Turm bauen. Wie ihr gerade seht, ich baue gerade den Turm, bin Stück für Stück hochgegangen, habe dann, wie gesagt, immer noch weitergemacht und habe mir den Turm gebaut. Ja. Das seht ihr ja gerade. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Schaut euch das einmal an. Ich habe extra auf drei Etagen gebaut. Ich habe extra ein bisschen Luft gelassen, damit ihr mal ein bisschen zuschauen könnt zum Beispiel. Und ich auch mal ein bisschen durchatmen kann. Ja, drei Etagen gebaut, weil ich musste ja wieder darüber. Das ist jetzt das Dach. Ich wollte nicht übers Dach gehen und so weiter. Jetzt muss ich natürlich wieder, wie gesagt, auch noch diesen, natürlich immer diese scheiß Fehlbauten. Ey, die haben mich genervt. Manchmal ist das Handling bei Raft eigentlich auch manchmal echt für den Arsch. So, um es mal direkt zu sagen. Den Turm habe ich als einziges nicht angemalt. Das habe ich abgerissen. Darüber dann die Seilrutsche gemacht. Genau. Und dann musste ich natürlich zwei Seilrutschen machen. Zwei, warum? Einmal von da oben zu meinem Haus und von meinem Haus direkt runter. Wie gesagt, die Seilrutsche funktioniert immer von unten, von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Was eigentlich schade ist, weil dann braucht man nur eine Seilrutsche und nicht zwei Stück. Und müsste da nicht in die Höhe bauen, wie ihr gerade seht. Jetzt musste ich eine zweite bauen. Das Problem ist, ich hätte die erstmal hier anbringen müssen und jetzt musste ich wieder von neu anfangen. So. Genau. Also bin ich jetzt hier rüber zu meinem Haus. Ja. Und hab einmal mal so gemacht, einmal runtergerutscht und dann wieder hoch. Und das hat eigentlich alles super geklappt. Ich war eigentlich total begeistert, dass das so funktioniert hat. Ihr seht, wie das hier so aufgebaut ist. Da kommen dann die großen Tiere rein. Ihr habt gerade das kleine Loch gesehen. Deswegen kommen da keine kleinen Tiere rein, sondern nur die großen. Das mache ich jetzt auch dicht, weil das wollte ich erst als Ausgang nehmen, und so weiter. Aber das lasse ich dann. Und das habe ich natürlich farblich auch genau angepasst. Und ja, war auch dann wirklich echt zufrieden. Den Turm habe ich mit vier weiteren Außenpfeilern eben versetzt, damit das auch irgendwie auch zusammenpasst. Ja, was soll's. Es hat funktioniert. Und mehr kann ich auch nicht sagen. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ja. Naja. So, damit verabschiede ich mich jetzt auch. Jetzt gleich. Ihr seht, dass es funktioniert. Und ich muss mal gucken. Eine kleine Szene kommt ja noch. Genau. Dann habe ich auch innen ausgeleuchtet, damit man das auch sieht. Natürlich bin ich auch öfter mal auf die Schnauze geflogen, wie auch jetzt wieder, weil ich einfach mal nicht drauf geachtet habe. So, und jetzt müsste ich eigentlich ganz oben kommen. Dann kommen jetzt die letzten vier hin oder fünfe. Ich habe ja fünf gemacht. Vier außen, eins drinne. Jupp, passt. Passt hier auch und dann ist auch alles super. Jetzt rutsche ich natürlich hier rüber. Und ich glaube, ich bin auch nochmal rübergegangen zu meinem Haus. Jo, genau, war es so gewesen. Und ja, ihr seht selber, das nächste ist dann eben die Tiere. Ich habe ja noch einen kleinen Weg gemacht. Oh Gott, das war ja auch noch. Stimmt, da war ja was gewesen. Hab dann noch einen kleinen Weg gemacht, wegen der Leiter. Und
Wir sehen uns wirklich in der nächsten Folge. Ich bin gerade etwas groggy, wie ihr gerade merkt. Weil ich muss jetzt hier wirklich mal ein bisschen Pause machen. Tag war anstrengend. Wir sehen uns wirklich ja nochmal in der nächsten Folge. Ich wiederhole mich schon jetzt. Ich bin total verrückt. In der nächsten Folge haue ich die Tiere rein und werde mal schauen, was noch so ist. Und werde mal vielleicht einige Tiere umziehen lassen. Die kleinen da, die anderen da. Vielleicht drei solche Zwinger. Mal gucken. Bis dahin erstmal noch viel Spaß und tschüss.